Hallihallo, ihr Leute da draußen und willkommen zurück zu Awakening der Mondenwald. Ich habe so langsam das Gefühl, wir nähern uns dem Spiel end. Ich frage mich, wie viele Parts noch offen sind, bis es wirklich vorbei ist. Nun ja, wir werden es erfahren, wenn wir mit der Handsichel sicherlich die gut um Ranken zu entfernen benutzt haben. Das tun wir doch auch mal. Oh, ein Wächterschein. Sieht nach einem Puzzle aus. Hätte ich euch auch vorher sagen können. Ja, aber so richtig drallen tue ich nicht. Hier gehen irgendwie die Linien lang, aber... Ich weiß noch nicht so ganz, was hier wohin soll. Ah, ich gehe mal so... nicht nach Gefühl. Bim, 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 bim. Ah, ist immer toll, wenn wir wieder hier sind. Dann geht nämlich die Mucke wieder los. Ja, ich mach mal die Kugeln in die Mitte. Vielleicht dongelt das ja mal irgendwann. Dann weiß man nämlich, dass es richtig ist. Oh, die passen doch gut zusammen. Nee, passen sie nicht. Nee, doch nicht. Ja. Oh, ich mag die Musik so gern. Ja, ich weiß irgendwie gar nicht, wie ich das hier anordnen soll. Ich weiß gar nicht, wie es hinterher aussehen soll. Ich werde jetzt mal einfach gucken, was hier mit was zusammenpasst. Oh, auf das Bimmeln habe ich gewartet. Ja, dann passe ich mich jetzt einfach diesem Ding hier mal an. Nee, der wird nicht passen, aber okay, versuchen wir es mal. Nee. Welcher geht denn da so oben lang? Nö. Nee, das passt auch nicht. Nee, das passt auch nicht. Der hier vielleicht? So, nee. Welcher führt denn hier so runter? So in so einem Bogen. Der vielleicht? Der auch nicht. Das ist nicht so einfach. Es wird jetzt immer schwieriger. Das Spiel will nicht, dass wir zum Ende kommen. So wird es sein. Ich werde jetzt einfach wieder rumprobieren. Ach, ich kann die drehen. Oh, ich habe das hier unten gar nicht gelesen. Ich lese ja immer schon gar nicht mehr. Ich will ja immer nur noch einfach hier machen. Ne? Ist ja ein Spiel, wo man einfach tut und macht. Tasche, Kante, Klinken, Klinken zum Drehen. Zweimal kein Wunder, dass das nicht passt. Aber toll, dass wir wenigstens ein Stück gefunden haben, was passte. Ja, wenn das so ist, dann kann ich den Schmo natürlich auch so drehen, wie ich denke. Das macht es aber halt trotzdem nicht einfacher. Also, aber doch, die gehören in die Mitte. Dann gehört bestimmt der hier dahin. Oh, das war zu schnell. Nee, nicht dahin. Ah, ich weiß doch nicht, was wollt ihr überhaupt? Ich nehme jetzt hier den Stängel und pack den dahin und drehe den um und dann passt das. Nee, nicht so wirklich. Nee. Nee, der muss so ein bisschen so lang gehen. Aber anscheinend auch nee. Aber das kann ja hier jedes Stück Dings sein. Was auch immer das hier, Muster. Welcher könnte denn da lang vielleicht passen? So ein Randstück. Irgendwie. Nee. Was wäre denn eure Vorhergehensweise? Frag ich euch. Ich muss ja auch mal Fragen stellen, damit ihr auch mal ein bisschen mehr hier meine Kommentarfenster voll basht. Oh, toll. Das passt ja. Hier geht ja der Stiel von dem Kreis ab. Yeah. Cool. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also doch die Stiele lang gehen lassen. Ja, komm, dann passt der bestimmt irgendwo auf die Seite eher. Ja, sei doch. Und der anscheinend hier dahin mehr. Oder auch nicht. Da vielleicht? Nein.
Dann doch eher die Seite. Nee, der will irgendwie nicht. Warum denn nicht? Aber du gehörst hier bestimmt irgendwo hin. Oder auch nicht. Na gut. Du hast gewonnen, Stiel. Aber ich gebe noch nicht auf. Ich habe noch genug Dinger. Boah, das kann ja ewig brauchen hier. Was ist das denn? Ich komme hier ins Spiel, denk, spielst du mal Awakening? Dann sowas. Wer will denn sowas? Skippel, das Geschnörkel kommt bestimmt in die Mitte. Ja, seid doch. Warum mache ich das nicht gleich so? So. Ach, das ist ein Herz. Ich sehe das. Ich sehe das. Nee, nee, nee. Nee, du nicht. Warum denn nicht? Du dahin. Nicht? Doch, das. Nee. Vielleicht mal drehe ich auch so schnell. Da kommen die Dinger gar nicht hinterher. Ich bin schneller als das Spiel. Ja, sieht man, ne? So. Das war das Stück. Aber das hier, das muss doch dahin passen. Nee? Ach so. Das hier eher. Na gut, okay. Ihr habt gewonnen. Ja, dann, wie führe ich denn den Bogen hier mal weiter? Nee, das möchte da nicht hin. Der fühlt sich da unwohl, die Kachel. Der Kachel, genau. Einer, der hier so rumgeht. Aber da ich die alle drehen kann, fällt mir das immer so schwer. Gut, ich habe ihn jetzt doch schnell gefunden. Ich sag nix. Der hier unten vielleicht hin? Nein. Aber da oben? Nein. Weil ich brauche da so ein letztes Stück. Da. Nein. Nicht das hier vielleicht. Das kann ja nicht passen. Das sieht man doch. Aber warum finde ich ihn dann nicht? Hier, da ist das letzte Stück. Nee? Das sah aber so aus. Oh Mann. Das ist frustrierend, das Rätsel. Ich hab keinen Bock mehr. Scheiß Awakening. Nee! Ach ja, die müssen ja von den Kugeln abgehen. Brauche ich gar nicht erst rumprobieren. Ja, da hilft eure Klimbim-Musik auch nicht. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Verdammt! Ach ja. Das hätte doch jetzt gut passen können. Ja, okay, ich muss jetzt mal echt ein bisschen mich hier anstrengen. Nicht nur so vor mich hindüdeln. Ihr langweilt euch ja zu Tode hier. Kann ich ja verstehen. Das guckt sich hier bestimmt keiner an. Ach, naja. Ich werde es überleben. Bin, 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 bin. Die macht mich aggro, die Musik. Nein. Wo wollt ihr das denn haben? Hier ist bestimmt an der Seite irgendwo. Aber das passt ja nicht, weil das hier nicht rangeht. Hier oben vielleicht. Nee. Oh Mann. Das passt auch nicht. Oh, das ist doch nur so ein Ding, was hier lang geht. Der hier vielleicht? Warum passt denn keiner? Der... Ich habe wahrscheinlich eine total falsche Vorstellung. Ach, der rote soll da oben hin. Ach so. Nächstes Problem.
Es passt keiner. Warum nicht? Warum nicht? Warum bin ich so dumm? Ja, ich bin gar nicht so doof. Der hat gepasst. Aber nur durch Rumprobieren. Ich denke überhaupt nicht nach. Naja, klappt trotzdem. So. Kann das jetzt hier auch mal ein Ende finden? Ah. Ma. Ja, geht doch. Jetzt haben wir das viele Schnörkelige fertig. Jetzt kommen die Randdinger. Da kann man jetzt auch wieder lange suchen. Der vielleicht? Nee. Ah, okay. Nee, der vielleicht da? Nee, auch nicht. Hier muss ja so ein dünner hin. Ein ganz dünner. Der vielleicht? Ja, und hier könnte wieder ein dicker passen. Aber wenn es der nicht ist und der fehlt. Nee. Der? Nee, das passt auch nicht. Der? Nee. Oh, der passt aber da vorne hin. Auch gut. Das Problem ist, man vergisst ja auch irgendwann, welche man schon hatte. Und welche nicht. Hier brauche ich so einen kleinen Bogen. Das ist der einzige mit Bogen. Seid doch. So, und ihr wollt alle hier hin? Ah. Hier brauche ich auch einen Bogen. Der vielleicht? Ja, sehr schön. Und hier so ein, ja, relativ lang. Nee. Nee. Aber der soll da oben hin, alles klar. Dann der. Der war das. Hier wieder einen Bogen. Ah. Yeah! Mega, super, Rätsel, Schnörkel, Kack, Awakening-Rätsel gelöst. Ordnen die Symbole mit Hilfe der visuellen Hinweise an. Ja. Na klar. Ach so, ihr wollt eher... Wie, Moment mal. Muss ich jetzt hier das noch verfolgen oder what? Dann muss der da oben hin. Weil der geht hier lang und hier ist rot und gelb. Und das ist ein rot-gelber. Oder verstehe ich das jetzt falsch? Und hier so ein blau-grüner. Aber dann... Warte mal. Aber warum denn der? Der geht doch hier lang. Hä? Die sind beide richtig. Wie, weil hier rot ist und ach, und da oben grün. Und hier orange. Achso, man geht nur immer nach dem oberen. Dann müsste ja hier lila kommen. Nö. Was denn dann? Blau? Ja, blau. Aha. Und der hier war lila. Hast du die andere Seite? Ja, weil hier links lila ist und da rechts blau. Ah, das ist aber auch nicht so einfach. Also links dann türkis und rechts pink. So. Und ja, hier unten ist gelb. Das passt ja. Was bleibt noch übrig? Die beiden. Ja, passt doch. Fertig jetzt? Immer noch nicht. Welcher ist denn falsch? Die? Ach so, das war doch falsch. Ach so, weil das hier schwarz ist. Mhm. Dann bitte so. Und welcher jetzt noch? Hä? Was wollt ihr denn? Die noch umdrehen. Haben wir es dann jetzt? Meine Güte, ab in den Wurzelschacht jetzt. Oh, wo kommen wir denn jetzt hin? Zur Wurzelkammer. Ah.
Kräuterfibel, ich habe... Ach nee, das hatten wir schon. Ein Geheimgang. Suche den Turm. Der Hexenturm sieht verlassen aus. Wo ist die Hexe? Vielleicht hat sie ja einen Hinweis hinterlassen, wo sie ist. Ich gehe mal einmal kurz aus dem Spiel und gucke, wie viel Uhr es ist. Ja, okay. Die Zeit ist eigentlich um, aber hier ist ein umgeklappter Teppich und ich muss wissen, was mit dem Metallgitter ist. Da brauche ich bestimmt ein Brecheisen für. Oder auch nicht. Mit bloßen Händen geht nichts. Ich benötige einen Schraubenzieher, den ich jetzt nicht habe. Ich bin total neugierig. Wäre es... Okay, das mache ich jetzt nicht mehr. Ich habe schon genug gepuzzelt gerade. Pult. Finde passende Symbolpaar. Ach komm, das mache ich nochmal hier schnell. Ne? Was denn? Es fängt schon wieder an. Ich weiß überhaupt nichts. Ich sehe überhaupt nichts. Ich sehe nur Symbole. Sind es ja auch. Warum finde ich denn keinen? Die beiden. Ah, das ist nicht so einfach. The Awakening. Die Ansprüche steigen langsam. Das Herz gibt's nicht nochmal. Das Schnörkel, den gibt's auch nicht. Die komische Kerze sehe ich gerade auch nicht nochmal. Hier den lachenden Kürbis oder was das ist. Oh, die Musik ist toll. Die hatten wir noch nicht. Hier, das hier. Das. Das sieht man schneller. Das. Wenn die so nah aneinander liegen, geht's ja noch. Oh, ich wollte schon hier unten die mit reinzählen. Ja, dann... Oh, wo ist es denn hier? Nee, das passt gar nicht. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht, aber die gehen. Bestimmt einer noch und dann haben wir es hinter uns. Es erinnert mich immer so ein bisschen an Studio Ghibli-Musik, aber das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. So an Chihiros Reise und so. Toller Film. Ich liebe Chihiros Reise. Genauso wie die anderen Studio Ghibli-Filme. Also nicht alle liebe ich so total. Aber Chihiro gehört definitiv dazu. Also Chihiros Reise ins Zauberland. Was? Warum sehe ich denn nicht den? Ach, der hier. Ganz klaro. Ganz klaro. So, und jetzt bekomme ich total tolle, viele bunte Symbole. Und ich habe diese farbigen Symbole in einem Buch in der Wurzelkammer gefunden, obwohl ein Zusammenhang mit anderen Büchern besteht. Ah, sicherlich, Sophia, sicherlich. Aber das sehen wir im nächsten Part. Hier hängt ein Kobold in der Wurzeldecke. Aber okay. Also schaltet wieder ein bei Awakening der Mond im Wald. Ich habe so, wie gesagt, langsam das Gefühl, das Spiel endet. Aber es gibt ja noch mehr Teile. Also, bis dann. Ciao.